Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Ich habe hier Brothers Bond Straight Bourbon Whiskey Original Cask Strength. Whiskey Base 233285. Whiskey.de hat den ganz kurz gehabt für circa 128 Euro. Anderen Online-Shops nehmen ungefähr 170 Euro dafür. Ich habe es denn durch Miss Canada hier bekommen für sage und schreibe 109 Euro. Wer Miss Canada nicht kennt, sie ist denn bei Facebook und sie bringt interessante Bourbons in kleine Mengen hier nach Deutschland, Europa, verkauft sie denn da und lohnt sich einfach mal mit ihr Kontakt aufzunehmen. Liebe Grüße, Kersten, von dieser Stelle hier. Wir haben 57,55%. Das ist 115,1 Proof. Und ich habe Flaschennummer 10.233. Nun, wenn du hier bist, weil du eine gewisse TV-Sendung liebst, dann bist du hier leider verkehrt. Ich weiß, dass hier die Vampire Diary von viele, viele, auch besonders Frauen, sehr gerne geschaut werden, denn das sind zwei Männer, die Brüder Vampir spielen dort im Fernsehen. Ian Somerhalder und Paul Wesley. Die haben für in diesem Fall tatsächlich 70 Fässern. Der Korken ist gut drin. Ach, wow. There we go. 70 Flaschen hier in Fassstärke rausgesucht und haben das dann hier tatsächlich dann abgefüllt in Fassstärke. Uncut. Bei einer Flasche mit 55% Alkohol habe ich noch nie in meinem Leben diese Warnung auf der Rückseite gesehen. Da steht ganz klein, wow, so klein, dass ich echt nicht mehr ohne meine Lupe hier lesen kann. Hier steht es denn hier, also okay, all natural barrel char sediment has been removed via dump room screening. Also wenn man ein Fass hat, ein Bourbon-Fass, ist der innen ausgekohlt und da ist char und das kann auch dann tatsächlich abfallen. Habe ich ein bisschen char hier in eine, genau, hier. Seht ihr das? Seht ihr diese Sedimente, die Flocken da sind? Das ist Char. Das habe ich direkt aus dem Fass rausgetan. In Deutschland hier. Und dort, diese Sedimente sind nicht giftig. Das ist einfach Aktivkohle im Grunde. Holz, der da angebrannt wurde. Und das hat man einfach entweder tatsächlich ein Gitter mit ganz feine Gitter. Oder was ich immer mehr und mehr sehe, ist, dass man eine Art Stoff nimmt. Man tut das Fass darüber, man macht den auf und dann gießt man durch diese sogenannten Stoff und der Stoff hält alles an schwarze Partikeln davon fern. Aber was hier steht, ist das, was ich noch nie gesehen habe. Also hier steht tatsächlich bei extremen Temperaturen diese Bourbon kann eine natürliche Trübheit bekommen. Das ist normal für ein ungefilterter Bourbon Whisky. Das Ding hat 55 hier, also 57,55%. Ich glaube, bei minus 40 Grad trübt er sich noch nicht. Also, wow. So, Celebrity Whisky, Made in Indiana, also MGP Juice. Auch da der Mashbill wird uns auch ein kleines bisschen immer wieder verraten. Da haben wir 65% Mais, 22% Roggen, plus noch Gersten und Weizen. Das ist der Four Grain Mashbill vom MGP. Ja, ich habe nochmal bei MGP geschaut hier, während wegen ihrer Mashbills mit Bourbon, es gibt eine mit 20% Weizen, es gibt 10% Roggen, 99% Mais, 36% Roggen, 21% Roggen und 45% Weizen. Um denn da tatsächlich die 22% Roggen zu bekommen, 65% Mais muss man zusammenmixen.
Also ich glaube, von diesen 70 verschiedenen Fässern, die sie zusammengetan haben, sind da verschiedene Mashbills zusammengekommen. Ja, so ist das. Ist dieser Whisky 170 plus Euro wert? Nein. Wenn du es in ein Regal reintust, dann maybe. Wenn jetzt hier du sagst, oh, ich will einen guten Fassstärke Bourbon haben, MGP, Indiana, ist der 120, 28 Euro wert? Nein. So, in den Vereinigten Staaten, dieser Whisky hier kostet sage und schreibe jetzt 80 Dollar. 80 Dollar ist viel Geld für eine circa 4 Jahre alte Whisky. So, es kann 4, es kann 6 sein. Das ist ein No-Age-Statement. Das heißt Minimum 4 Jahre. Aber es gibt keine Hinweise oder keine Anzeichen oder keine Angaben, besser gesagt, dass der noch älter ist als 4 Jahre jetzt hier. So, womit möchte ich es gerne vergleichen? Also, wer mich kennt, weiß, ich vergleiche immer, fast immer meine Whiskys. Und mein erster Gedanke ist und war und bleibt dabei, Old Granddad. Wir haben hier 57%. Hier habe ich 57,55%. So, schenken wir hier ein. Womit ich es auch noch vergleichen möchte, ist, denn einfach weil ich momentan auf so einem Trip bin, da kommt hier Eagle Rare. Rare Breed, Eagle Rare. Wild Turkey Rare Breed mit 58,4% Alkohol. So, ich habe immer Angst, dass die kleinen Korken abbricht, aber bisher ist das echt halbwegs gut gegangen oder ergangen jetzt hier. Warum? Weil wir haben einen Whisky, der 45 Euro kostet. Bisschen mehr Umdrehungen, absolut lecker Produkt. Warum nicht? Warum kauft man eine Flasche? Die erste Begründung, was ich immer wieder höre, ist Marketingopfer. Also Brothers Bond ist absolut was für viele Leute da draußen. Ja, lass uns einfach mal riechen, lass uns einfach verkosten, lass uns bewerten. Das ist das, was ich hier tue, ja? Okay, erstmal riechen. Wenn ich einen George Remus Single Barrel noch hätte, würde ich es gerne dagegen vergleichen. Honig, Karamell, Vanille, ein kleines bisschen hier Pekannuss. Schön. Kandierte Pekannuss. Relativ süß. Old Granddad, das ist ein High-Rye-Mashbill, im Grunde Basil Hayden auf Steroiden von Jim Beam. Eine wunderschöne, schöne Moment. Ich habe Blind getestet, irgendwie 50 Bourbons in Fassstärke. Und das ist Gewinner gewesen. Ich, momentan Old Granddad 114 finde ich absolut spitzenmäßig cool. Und der Rare Breed habe ich neulich 5 verschiedene Rare Breed Produkte. Der 12 Jahre alte Wild Turkey, der 101 Wild Turkey, ein Russell Reserve, Rare Breed und 1 Liter Flasche in Nicht-Kälte vertreten. Das würde verlieren. Also von alle diese Produkte. Auch heute würde ich sagen 1, 2, 3. Der hat ein bisschen mehr dunkle Momente wie ein Haferbrei mit Ahornsirup. Okay. Gut. Was sagt? Die haben die Scheiben offizielle Tasting Notes hier drauf. Die schreiben jetzt hier Roggenbrot, die schreiben jetzt hier Vanille, die schreiben jetzt hier getrocknete Früchte, Karamell, Vanille, Honig, Leder, Walnuss. Jo. Gut. Ich habe noch keinen Whisky heute gehabt, also von daher
Gleich hier 57,55%. Nachricht echt perfekt heute. Tschüss. Kleines bisschen grün. Holz ist da, aber nicht Tiefe. Dieses Haferbrei mit Ahornsirup bleibt bei mir im Gedächtnis irgendwie. Tasting Notes, die ich finden kann, sind kräftig mit Anklängen von trockenen Früchten, Karamell, Vanille und etwas Honig. Eine Nase könnte ich hier haben, komplex mit Noten von reifen Bananen. Bin bananenblind, Walnüsse, Leder, dazu wärmende Akzenten vom Roggenbrot, Vanille und subtile Rauchnoten. Habe ich nicht. Subtile Rauchnoten, Abgang lang haltend. Die schreiben sogar 2 Minuten auf der Flasche, hat man Abgang. Mit ausbalancierten Facetten von anhaltender Roggenwürze. Natürlich in ein neues, frisches, ausgekohlten amerikanisches Eichenfass. Ist er das Geld wert? No. Ist irgendeine Celebrity-Flasche da draußen sein Geld wert? Kaum. Aber dieser Whisky hier ist okay. Breaking Bourbon hat den einfach nur 3 Fässern von 5 gegeben. Die schreiben, dass da gewisse Süße ist mit ein bisschen Würze. Ist ein bisschen eindimensional. Mittendrin kommt ein bisschen mehr diese trockene, würzige Momente, denn da mit ein bisschen Honig. Und am Ende hast du mehr Würze, ein bisschen süße Vanillekomponenten. Es ist einfach okay. Nichts, wo ich sage, wow! Sondern ganz okay. Noch ein Schluck, da ein Schluck, da ein Schluck, ein bisschen Wasser und dann abschließende Beurteilung. Kann ich ein 3 plus geben? Ja. Abklang. Also der Finish ist wirklich nicht meins, also ein 3. Gleichzeitig grün, bitter und ein kleines bisschen süß. Gut, wild turkey. Old Granddad. So, ja, yeah, der Old Granddad, 100 Proof, erstes Video vor 5.500 Videos ist es nun her. Also, das ist schon krass, wie viele Videos bei mir auf dem Channel schon drauf sind. Also, ich habe 4.000 Videos hier, steht denn da. Ups, sorry, nicht 5.000. Ich habe 5.900 plus Abonnenten und über 4.000 Videos. Also, auf Englisch habe ich noch mal ein paar 1000 Videos, ja, genau. Ich habe genau heute ist tatsächlich 4006 Videos habe ich. Ich habe schon 2,8 Millionen plus Views und ich fing mit meinem Channel an am 12. am 12. am 2. Juni 2016. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Also, wir feiern hier 8-jähriges Jubiläum. Ist schon eine längere Zeit gewesen hier. Und niemand hat mehr Whisky-Videos als klein, aber fein Jason. Der ist schon gut. Das ist schon etwas, was ich gerne trinke. Das ist etwas gerne, was ich. Oh wow. Honig, Karamell, Apfel. Einfach bombisch.
Nicht erhältlich in Deutschland momentan. Leider, leider, leider. Also Old Grandad 114. Sorry, Leute. Was allerdings erhältlich ist, ist Rare Breed from Wild Turkey. Mit 58,4% für einen Preis um die 45 Euro. Absolut immer noch billig dafür. Mehr Holz, mehr eine mineralische Kreide, Kalkfassmoment, der gut ist, aber 1, 2, 3. Ich habe mein Problem zumindest mit dieser eine Flasche vom Rare Breed hier. Es ist eine Flasche, die ich irgendwie offenbar hier aus UK bekommen habe. Diese Flasche hier mündet mir, diese Abfüllung mündet mir irgendwie nicht. Ist kein schlechter Whisky, aber ist einfach kein Wow-Whisky. Das Wow. Das, na, okay, Abgang. Das ist einfach holzig. Leicht bitter, leicht kalkig. Wie ich gesagt habe, noch ein letztes Mal hier, um nochmal sicher zu gehen. Und dann. Nee. Ach, vielen Dank, Miss Canada, für die Flasche, dass ich die abkaufen konnte. Gänzlich verteilt. Jemand hat den Rest Anbruchflasche einfach dann gefragt und kommt in seine Sammlung und wird es hoffentlich mehr genießen als ich. Leichtes Hemd und Noten da drauf. Also für 128,05 Euro, für 180 Euro 5 minus und die 109, die ich bezahlt habe, die 80 Dollar dafür, ist für mich ein 4. Also, ach, 4 plus. Ich würde was anderes für 80 Dollar, ich würde was anderes für 109 Euro mir besorgen, Whiskys als das. Es sei denn, du bist riesige Vampire Diaries Fan. Denn das ist so eine Flasche, die man eigentlich haben muss. So, Frage des Tages. Welche Celebrity Whisky findet ihr gut? Zweite Frage des Tages. Ihr habt 100 Euro. Ihr habt einen Auftrag, eine Art fassstarke Whisky hier zu besorgen. Irgendwo zwischen 57 und 60, 62 Prozent Alkohol aus den Vereinigten Staaten. Wonach greift ihr? Was greift ihr denn da? Vielleicht kriegst du den für 100 irgendwo. Hier die Hälfte, hier mehr. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Alles Gute euch, bis dahin. Ciao.